Servus Leute, zurück zu Duel of Champions. Wir versuchen einfach nochmal mit Akamas was zu reißen und die 5 Siege für Bastion zu erringen. Akamas, Standard, passt. Kämpf gegen Online-Gegner ähnlicher Stärke. Um Gold und Erfahrung zu gewinnen. Ariana. Ich fange als zweites an. Ja, okay. Damit kann man nicht leben. Nicht magisch. Du bist eine nicht magische Quelle. Ja, kann ich nichts machen. Und jetzt steigern wir erst unsere. Das ist gut. Jetzt steigern wir erst unsere Macht, damit der schon mal mehr erzürnt hat. Ja, gegen Geister, da machst du nix, ne? Wie ist das, die Tür? Jedoch eins warten können. Hey, der kann angreifen. Macht aber keinen Sinn. Warum habe ich mit dem nicht angegriffen? Ganz normal. Ehrlich gesagt, das erklärt sich gerade selbst für mich nicht so richtig, aber ist egal. Wir hauen jetzt einiges raus und mein Gegner, mal schauen, was er macht. Versklavt. Gut, er versklavt zum Glück eine schwache Kreatur. Hauen wir dich und den Bongo-Trommler noch raus. Sonst passt es. Stimmt. Zündmarkierung. Ja, Zündmarkierungen sind ja da. Dahingehend etwas schlecht. So. Der Bongo-Trommler wird da ein bisschen von Nachteil sein. So, diese Buschwarm nochmal. Ziehe ich eine Karte, damit ich den gleich spielen kann. Mein Gegner hat halt viele Removal, das ist ein Problem. Aber ich halte meine Premium-Karten schön zurück.
kriegt immer eine Markierung für jede Kriegerkreatur. Mist! Aber naja, zum Glück kann er dadurch schon mal 4 verlieren. Genau. Kostet ihn 4 zu removen. Also prinzipiell ist es dann doch ein Gewinn. Karte. Ich auch noch. Go. Oh, das wusste ich gar nicht, dass Steinschild so wirkt. Dass bloß ein Steinschild betroffen ist, wenn man... Okay, das ist interessant. Ziehen wir mal eine Karte. Immer wenn eine Kriegerkreatur. Der hat leider kein Immun gegen. Mir fällt gerade ein, ich könnte da was machen. Ich könnte das da nutzen. Okay. Gegner ist dran. Ich habe immer noch Angst vor Versklaven. Leider hat er jetzt eine Markierung. Aber das ist in Ordnung. Die Markierung verliere ich jetzt wieder. Okay, und... kann einen Schaden machen, aber dann bin ich auch gleichzeitig bin ich dann auch ihm ausgesetzt und naja. Ziehen wir mal eine Karte. Ah, die Brücke. Die Brücke. Ja. Okay. Umgekehrt machen sollen. Aber sei es drum. Weil ein Insektenschwarm räumt jetzt nahezu alles auf. Ja, habe ich falsch gemacht. Jetzt kann er die noch vernichten mit seiner Fähigkeit. Das ist schon ein bisschen blöd. Kann ich den auch ausspielen? Weil wenn er Versklaven hat, dann habe ich die Brücke. Und das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Er hat Versklaven. Wusste ich. Erstmal eine Karte ziehen. Dann... Magie steigern. D-
Du kriegst Swift Attack. Und du kommst auf meine Hand zurück. Darfst du gleich wieder ausgespielt werden. Okay. Ist sie Magie? Ja, wenigstens ist sie ein Magiekämpfer. Du. So, ziehen wir noch eine Karte. Da haben wir den noch. Oh, er gibt auf. Sind ihm jetzt die Antworten ausgegangen? Sind meinem Gegner jetzt die Antworten ausgegangen? Ich hatte einfach viel mehr Kreaturen, beziehungsweise ich war geduldig mit meinen starken Kreaturen. Und hatte eine Antwort für sein Versklaven. Gut gemacht, Akamas. Schauen wir mal, ob wir nochmal sowas machen. Gegen Cut. Nein. Ich spiele nicht als erstes den Bongo-Trommler. Kat hat halt den Vorteil, sie kann auf mächtige Magie zugreifen. Tut sie aber nicht. So, dann legen wir damit los. Und schicken ein paar Kreaturen ins Feld. Okay. Der will also so spielen. Das können wir doch gerne tun. Aber wohl noch eine Zugbrücke hat. Gebaut ist eine Brücke? Ich glaube es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass er eine haben kann, aber... Ja. Okay, ich habe Überraschungsangriff. Den Obwalter. Das. Opferaltar. Überraschungsangriff. Und ein Bongo-Trommler. Opferaltar. Da opfer ich. Dich für dich. Du machst einen Überraschungsangriff und tötest. Bongo-Trommler ist ein bisschen schlecht in dem Fall. Außerdem bringt er mir nichts. Feindzauberschutz. Jetzt bräuchte ich den Altar von Ascha. Schöner 2-1 für eine 3-2-7 opfern. Okay.
haben wir jetzt den Bongo-Trommler draußen? So, 777 gegen 327. Da muss ich mal was in den Weg stellen, oder? Okay, und entscheidet sich dagegen. Mehr oder weniger dagegen. Ich habe die Möglichkeit... Halt. 2, 2, 3. Falls er dann doch beim Bongo-Trommler durch will, habe ich hier was. Und er gibt meinen nochmal ein bisschen Stärke dazu. Das Blöde ist, er kann sie natürlich jetzt durch Wöchentlich auch das Söldner wunderbar stärken. Verpeilt's aber. Hochinteressant. Der hatte meiner Meinung nach den Sieg schon auf der Hand. Ach Mist. Ich hätte vorher angreifen müssen. Naja, egal. Ja, ich hätte vorher alles anders machen müssen. Das ist einfach eine Spielweise, die mir nicht so wohl bekannt ist. Mit Schicksal, beziehungsweise mit der Bastion. Aber alles machbar. Und mit 3 Ressourcen wird er jetzt nicht mehr viel erreichen können. Woche der Söldner ist incoming. Der Winter naht. Ich brauche sie gar nicht. Jawohl! Akamas scheint zumindest gegen nicht perfekten Decks wunderbar zu laufen. Würde ich behaupten. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.